sechsten Folge von Motorsport Manager Formel 3 oder sowas ähnliches. Wir haben ja unser eigenes Team gegründet vor einigen Folgen. Ja, neue Teile entwickeln. Wir haben einfach keine Kohle. Ne? Wir sind im Minus. Wir hoffen darauf, dass nach dem nächsten Rennen, da werden einige Sponsoren abspringen, beziehungsweise ihren Vertrag erfüllt haben, dass da noch ein paar Verträge reinkommen, die uns dann ein bisschen mehr Geld geben. Ne? Ich habe verstanden, dass der Vorsatz und Sponsorenvertrag. Achso, läuft aus, ja genau. Regenrennen, da kann viel passieren. So, wir behandeln jetzt eigentlich den Gomez mit einem besseren Fahrzeug. Das sieht aber nur er so. Ne? Anthony hat so ein bisschen den Gedanken, och, wir haben ja gleiche Fahrzeuge. Ne? Also Gomez hat definitiv ein besseres Fahrzeug. Und ich hoffe, dass uns das etwas bringt. So, es wurde nämlich gesagt, es gibt ein Regenwetter. Nicht ein Donnerwetter, sondern ein Regenwetter. Mich da ein bisschen irritiert ist, dass die so viel Winkel haben wollen. So, wir fahren auf den Soft. Wir halten 12 Runden hier. Wenn der so viel Topspeed will, dann kriegt der hier das mal auch. Vielleicht kriegen wir die Config diesmal auch ein bisschen schneller hin. Wäre schön. Weil letztes Mal haben wir schon sehr lange gebraucht. Ich mach mal einfach mal einen längeren Stint. Grenzt es die Auswahl auch einfach mehr ein. Also beschleunigen wir das Ganze noch ein bisschen. Ja, hier hört es nämlich schon auf. Wir haben ja inzwischen die Wetterstation ausgebaut. Da gibt es einen leichten Schauer da hinten. Weil der Grip sinkt ja ab. Deshalb kann es gut sein, dass wenn wir jetzt hier schnell ein paar Runden drehen, dass es gut für uns ist. Habe ich nicht drauf geachtet, was der gesagt hat. Ja, Gomez fährt natürlich ein bisschen eine bessere Zeit, aber nicht viel. Aero ist gut, sagt er. Gleich abgehängt, und zwar 3 Sekunden. Das kann ja wohl nicht sein. Eine 4 Sekunden sogar. Wieso sind meine Autos 4 Sekunden langsamer wie die der Konkurrenz? 4 Sekunden, das ist eine Menge Holz, Mann. Der Abtrieb passt, aber der Rest passt wohl nicht. Wir brauchen auch bessere Fahrer, definitiv. Ich habe mich von Anfang an darüber gewundert, dass ihr so eine hohe Geschwindigkeit haben wolltet.
Ich würde gerne mit den Intermediates einen Stint fahren. Aber ich glaube, wir fahren nochmal einmal auf dem Satz einen schnellen Stint. Holen ihn dann gleich wieder rein, den Fahrer. So, Fahrverhalten in die Richtung. Der will wirklich? Das kann doch nicht sein. Wir probieren es einfach. Jetzt regnet es schon. Aber wir haben noch ein bisschen Glück. Oh, ich habe gerade gesehen, wir sind gar nicht in denselben Boxengassen wie die großen Autos. Die wollen wirklich so viel Topspeed haben. Wenn sie das haben wollen, dann kriegen sie das. In anderen Werten haben wir ja nichts verändert. Wenn sie das haben wollen, dann kriegen sie das. Es ist komisch und ich verstehe es auch nicht ganz. Aber wie gesagt, wenn das ein Fahrer haben will, dann machen wir das so. Wie wird die Aufstellung gemacht? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare, weil ich bin im Moment der Meinung, die Leute würfeln einfach. Ja? Haben den Würfel mit 20 Ecken und dann gucken wir mal, welcher Würfel was sagt. Bei Regen könnte es sein, dass wir wirklich eine realistische Chance haben, dass bei uns was vorwärts geht. Seht ihr, die sind hier in der Box und die großen Teams sind, glaube ich, hier in der Box. Ich brauche beim Einlenken eine bessere Dings da. Okay. Also Gomez ist immer noch nicht zufrieden. Anthony wird wahrscheinlich perfekt sein. Ja, wir machen uns schon Gedanken. So, also, wie lang geht's? Ungefähr 7 Runden. Ich kann doch nicht noch eine längere Übersetzung wollen.
Das kann ich nicht ausgleichen. So viel Wasser haben wir gar nicht auf der Strecke. Das ist halt schwierig. In 9 Runden. Natürlich auch diese. Ich hoffe mal, dass das jetzt dieses Mal endlich was bringt. Ja, Reifenabnutzung können wir hoch machen, können wir sogar sehr hoch machen. Ja, wir haben wie gesagt unter 10 Runden, bis der Regen aufhört. Und die Reifen halten 17 bei ihm und 16 bei ihm. Aber wir können schon früher, lass mich gerade mal messen hier, ja, nach 9 Runden. Nach 9 Runden gehen wir auf jeden Fall auf die Weichen. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen Regenglück haben. Ist ein Gomez ein Regenfahrer? Frag ich mich gerade, so wie der abgeht. Brasilianer, nein, Interlagos, da kennt er das natürlich. Mann! Das ist jetzt doof gelaufen, also Gomez ist gerade ausgeschieden. Sergio, was? Na, der letzte. Durchfahrtsstrafe. Und da hinten gehen schon einige auf Intermediate, auf Medium oder was? Na, der eine muss ja Durchfahrtsstrafe machen, der andere holt sich nochmal neue Reifen. Das ist ziemlich unklug, wenn ich dir das so sagen darf. Elf Runden halten die noch. Sprit aber noch für 4,5. Oben lassen. Ein paar Runden müssen wir noch durchhalten. Jetzt haben wir halt nur noch einen Fahrer dabei, ja, der unter die Top 10 kommen muss, also 9. oder besser.
sollten uns mal Gedanken machen, über welchen Satz Reifen wir gehen. Ja, über den Weichen. Naja, was soll man sonst machen? Müsste mal ausprobieren, ob man mit der sparsamsten Motoreinstellung, ob man dann nur einen Stopp machen kann. Eine Runde gehen wir noch. Nach der gehen wir in die Box. Ach, 27, ja, okay. Passt. Ich dachte gerade, ich hätte mich schon vertan. Vielleicht kriegt man die Nummer 6 auch in der Box. Das sind nur 2 Sekunden. Wenn wir einen 6-Runden-Stint fahren, dann sind wir bei 14. Egal, egal. Wir gehen drauf. Und hoffen das Beste. Wie die rumkacken wegen ein bisschen Wasser auf der Straße. Pass auf, dass du nicht abfliegst und dann ist alles gut. Können wir alles auf Volldampf laufen lassen. Und ich denke, damit fahren wir gut und können auch ein bisschen Zeit rausholen. Die anderen machen das halt auch, ja. Das ist ein bisschen eine Strophe. Die lassen einfach die Leute durch. Leute, ihr fahrt ein Rennen. Manchmal denke ich, die sitzen da zum Vergnügen und fahren mit dem Ding durch die Gegend. Vielleicht muss man auch bei den Autos ein bisschen mehr auf die Temperatur achten. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, durch die Fahrweise kommt er ein bisschen besser zurecht mit den Reifen.
Könnte natürlich sein, dass genau bei den weichen Reifen das ein ausschlaggebender Punkt ist. Dass wenn die zu sehr beansprucht werden, ja, wenn sie ja, strapaziert werden, dass sie dann nachgeben. Zack, haben wir eine neue Bestzeit. Oh, habe ich den Boxenstopp schon angelegt? Nein, habe ich nicht. Ich habe jetzt schön zugeguckt, wie die Rundenzeiten immer besser werden. Wir müssen noch 7 fahren. Und für Motorwechsel haben wir keine Zeit. Ich werde jetzt mal gucken, dass die Reifen im Fenster bleiben. Dass die nicht zu sehr abbauen. Wieso ist der so viel schneller wie ich? Ich bin auf Volldampf und ich schaff's nicht, an die anderen ranzufahren. Das ist ein bisschen frustrierend, Leute. Und zwar eigentlich sogar ein bisschen arg frustrierend. In 4 Sekunden schon wieder weg und der da vorne ist auf dem gleichen Reifensatz wie wir. Und wir fahren mit so viel Benzin, das geht eigentlich gar nicht. Was ist denn jetzt los? Jetzt regnet es auch. Egal, draußen bleiben. Draußen bleiben und Vollgas geben, Junge. Ja, ist okay. Alter, du musst nur 2 Runden fahren, das wirst du doch hinkriegen. Ohne abzufliegen, Mann. Wenn der jetzt noch abfliegt, dann... Dann wasch dich aus. Vielleicht lässt es sich auch noch. Ja, okay. Vielleicht lässt es sich auch noch überholen. Ja, und noch einer. Ey, du bist doch zu dumm zum Scheißen. Das war ziemlich gut, Leute. Das kann sich sehen lassen. Du hast den Knall nicht gehört.
Mann. Du warst auf 9. Zeitweise auf 8. Und dann freust du dich über den 12. Platz. Faith Anthony hat kein Benzin mehr. Ja, bleib doch stehen. Bleib doch gleich dort, Mann. Eieiei. Nee. Wie kann man sich über sowas freuen, Mann? Wir rutschen immer weiter in die Miesen. Aber wir müssen jetzt ein paar neue Sponsorenangebote kriegen. Ich glaube, 2 Plätze auf unserem Boliden sind frei. Vielleicht ist da was Schönes dabei. 1,1 Millionen minus. So ein Team kann sich doch gar nicht halten. Marktfähigkeit minus 10%. Marchetta. Das sind unsere Bremsen. Ja. 10 Rennen, 16 oder besser. Ja, du träumst doch. Ich hoffe, dass die anderen Sachen wenigstens ein bisschen Erfolg zeigen, ja? Probleme am Motorkühlsystem, ja, toll. Muss zahlen. 50% Zuverlässigkeit minus. Am Motor, weißt du, am wichtigsten Teil. Das Getriebe ist voll ausgebaut, das doch auch. Hm, 2 Stunden vor Rennen. Ein Angebot verfügbar. Ein Angebot ist mir einfach zu wenig. Da muss ein bisschen mehr kommen. Ausgebaut. Teststrecke. Wir können eigentlich gar nichts bauen, von dem her brauchen wir da gar nicht gucken. Mir ein Qualifying anregen. Das finde ich doch gut.
Nein, wir lassen das. Wir müssen 1 Million zahlen, das haben wir nicht. Da können wir also nichts machen. So, wir gucken jetzt nochmal. Es geht weiter. Wir haben nochmal Sponsorenangebote gekriegt. 14 oder besser, 150.000. Zweiter oder besser. Ihr seid witzig. Also euch nehme ich mal an. Das hier ist. Ich nehme den hier. So, die hier sind schon wieder fertig mit der Zuverlässigkeit. So, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich entwickle hier stetig unser Fahrzeug weiter, damit wir endlich mal weiter nach vorne kommen. Aber naja, meine Mitfahrer oder meine Fahrer und mein Team will da nicht so recht mit. Meine Fahrer sind eigentlich gut drauf. Hauptquartier auch, Sponsoren halt schlecht und Wagen schlecht. Da sehen wir eigentlich. Wo wir uns verbessern müssen. Vielleicht sollten wir unseren Chefingenieur mal einen neuen suchen. Wir gucken mal, was es hier gibt. Vielleicht möchte da einer zu uns. Also ich glaube es auch nicht. Wäre ja toll, wenn das funktionieren würde, aber na, warte mal. Das sind noch ein paar ohne Arbeit. Na, die haben Interesse. Aber dann gucken wir doch, ob da welche höher. Klassisch ohne Arbeit sind, sind es nicht. So, dann nehmen wir einfach mal. Einen von diesen hier. Ausgeglichen ist dieser. Dann nehmen wir den. Gehalt ist ihm wichtig. Langer Vertrag. Prämien wichtig. Da haben wir gesagt 5. Dickes Handgeld. Ach man, die zocken nicht. Die zocken mich richtig ab. Also. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, ciao.